Ja, dann müssen wir jetzt ein Startspiel einmitteln. Ich habe überhaupt nichts, ich hätte das Startspiel einmitteln können. Schon wieder keinen Würfel. Da, ich sehe Würfel da drüben. Genau. Du bist die 1, ich bin die 2, 3, 4. Jetzt kommt eine 5. Der Bernd fängt an. Gut, der Bernd fängt an. Ja, dann kommst du das Plättchen. Du musst jetzt die 1 dir auch genau, mal sehen. Genau, du, ne? Du bist übrigens... Achso, wer ist welche Farbe? Ich bin rot, ne? Genau, du bist rot, weiß, blau. Natürlich. So. Also, du musst zur 1. Oder auch erstmal vorbereiten oder andere davon abschneiden oder wie auch immer. Naja, dich abschneiden unter anderem, da ich ja nicht dran komme. Ja. Ich fühle mich jetzt schon ziemlich abgeschnitten. Bestimmt. Du kannst ihn da gar nicht richtig abschneiden, oder? Mhm. Doch, kann ich. Er kann es etwas schwieriger gestalten. Also die, ja, natürlich. Ich könnte mir jetzt raten, wer mich abschneidet, aber er hat noch nichts zum Handeln insofern. Ich muss mal kurz gucken, das schieben, da bringt dich den nicht voran. Ich komme erstmal gucken, positiv gucken. Es ist aber auch nur ein Punkt. Ja, ja, es ist nur ein Punkt, das ist richtig. Okay, ich schieb dir mal bitte die letzte Reihe in so die Richtung. Ja. Mhm. Genau. Okay. Das war nicht nett. Nee. Nee. Naja, war nur, ja, war auch nur eine Lösung. Du willst sie nicht bewegen, glaube ich, ne? Nö, kann nicht klar. Ja. Tja. Ich sehe auch noch nicht, wie ich an die 1 komme. Hm. Ist auch nicht wie bei Pac-Man, ne? Ich kann hier an einer Seite raus, noch auf der anderen wieder rein, oder? Nur wenn du verschoben wirst. Ja, das okay. Heißt, wenn du hier rausgeschoben wirst, tauchst du da wieder auf. Das ist richtig so. Ja, ganz spannend. Das, was schön ist. Schieb das mal da in die Mitte. Das? Ja. So, ja, mach mal. Ja, dafür brauchen wir einen kleineren Tisch, wir merken das schon. Das war ich. Habe ich ja schon ganz schön Optionen jetzt. Ich komme zwar nicht zu 1. Ja, aber Jörg hätte zu 1 gekommen. Nee. Doch? Der konnte ja nicht in die gleiche Richtung schieben. Nee, aber der hätte nicht in die Richtung schieben können. Ja, das stimmt, das hätte er machen können. Aber. Hätte das in die Richtung schieben können? Das. Ja. Dann hätte sich der Gang dahin gelegt. Ja, genau. Aber wer will schon zu 1? Bereite ja andere Dinge vor. Ja, das ist die spannende Frage, aber wie ich da an die Stelle komme, wo ich hin will. Ich mach mal so und gehe schon mal hier an den guten langen Außengang. So genau. Und falls das unklar ist, man muss natürlich in seinem Zug auf das Feld ziehen, um was aufnehmen zu können, nicht draufstehen, wenn es dann möglich ist. Ne? Also, wenn jetzt schon jemand auf der 2 stände und die 1 jetzt aufgenommen würde, könnte er nicht die 2 aufnehmen. Einer mit in die Richtung schieben. Ne, auf der Mitte in die Richtung. So auch den Gang, oder? Ja, das passt schon. Möchtest du denn irgendwo hinziehen? Ja, ich glaube, ich ziehe auf die 16. Mhm. Also natürlich darum. Logischerweise.
ist das alles kompliziert. Nee, schon mal da. Was passiert mit der... Die taucht doch wahrscheinlich jetzt da auch, ne? Mhm. Okay. Dann sind wir jetzt alle um die Eins rum, damit die keiner aufnehmen, damit die anderen... Komm mal nicht hin. Du machst mal das kaputt. Ganz niedlich ist, dass in dem Regelheft hinten drin steht, was die einzelnen Zauberzutaten denn so können. Was sie bedeuten. Mhm. Sind jetzt hin? Ich glaube, das müsste passen. Ich mich nicht irre, wie Sherlock Holmes sagt. Dann gehört die Eins mehr. Nö. Ja. Da ist kein Gang. Der macht die Runde. Ach, da, und da, die Runde. Guck mal, dann mach auch die Runde. Wenn ich nicht irre, ist doch Sam Reckens, oder? Genau. Ja, das könnte sein. Genau. Dann okay. Würde ich jetzt auch nochmal einen Zauberstab setzen. Okay. Jetzt schon. Ja. Mhm. Und muss ja jetzt irgendwas tun. Warum? Achso, ja, natürlich. Vielleicht braucht er die zwei ja auch für sein Geheimrezept. Sonst wäre das ganz schön Verschwendung. Jetzt willst du zu zwei? Jetzt will ich zu zwei. Ich so, finde das nicht Verschwendung. Den Zauberstab mal hier hin. Finden wir nachher eh nicht wieder auf der Unterlage. Deshalb lege ich ihn auf die Karten. Also für 91 hätten sie die auch neongelb machen können, ne? Ja. Genau. Wolltest du mir. Achso, du hast mir angezeigt, wo es war. Genau. Hm. Das sind die drei Achter. Hier, da ist die drei. Da ist die drei. Tja, irgendwie. Alles nicht so. Nicht so groß sein soll. Zieht seine Dramaturgie geht daraus, dass Bernd jetzt mit drei Punkten in Führung geht und der nächste ja. Mit drei Punkten sofort aus. Ja, so ungefähr. Das ist wie bei diesem komischen Schlag. Andererseits, wenn das so, ne? 20 Dings wären und ja, das ja. 20 Dings wären. Ja, dann hast du schon 43 schon, Punkte. Das schon ist natürlich Punkte schon, das schon, stimmt. Ja, ja entweder habe ich schon 40 Punkte, 43 oder ich habe 40 Punkte verhindert. Mhm. Das ist auch richtig. André guckt ganz panisch auf die Karte. Ich glaube nicht, dass die Zahlen doppelt drauf sind. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt ja viele Karten. Mach hin. Ja, das ist so, dass ich sehe gerade nichts, was irgendwie sinnvoll ist. Das ist so das Problem. Was weiß ich da? Wo läufst du hin? Wo laufe ich hin? Ich laufe. So, da. Irgendwie. Drei war wirklich so richtig isoliert. Wie lange soll das dauern? 20 Minuten. 20 bis 40 Minuten. 20 pro Spieler, oder? 20 bis 30 Minuten pro Spieler, ja, genau. So tollerweise laufe ich hier. Ja, ich laufe einfach mal dahin.
Kommen die voran hier? Die sind auch total. Ich hatte gerade überall Gänge, die sind alle wieder weg. Ja, das heißt nicht umsonst das Labyrinth der Meister. Vielleicht hätten wir mit dem verrückten Labyrinth anfangen sollen, das war nur zeitlich leider früher. Es kommt erst noch. Ist doch blöd. Wenn ihr mich ärgert, ärgere ich euch auch. Und ich bleib da stehen. Da muss man auch als Speed-Labyrinth spielen, weißt du so. In der Schachuhr. Unfassbar. Die Schachuhr war gar nicht verkehrt hier. Ich habe ja sogar so eine 6er Schachuhr, aber die Batterie ist alle. Da gibt es einen Würfel. So ein Würfel hoch. Immer die Seite, die oben ist, zählt die Uhr. Den Würfel habe ich auch. Ich habe letztens Batterien nachgekauft. Die waren gar nicht so einfach zu finden. Scheiße. Was denn, Doppel-AAs oder was? Nee, kleine. Kopfzellen. Das Problem ist bei denen nur, dass die Bezeichnung eine Alternativbezeichnung ist, die da drin steht. Du kannst zu drei? Nee, immer noch nicht. Da musste ich dann erst im Internet nachgucken. Ich bleib einfach mal stehen. Wobei, entschuldige, nein, ich gehe hier hin. Ja, dann. Ach, der Bernd, der ist dann. Ich muss noch gar nicht überlegen. Wir sind wie Room 25, nur ohne das Killen. Ja. Ja, dachte ja, wir machen heute mal eine richtig kurze Aufnahme. Nee, das ist so kompliziert, finde ich. So. Wobei ich glaube, zum Zugucken ist das so interessant, das darf ruhig länger dauern. Absolut. Und weil man die Symbole nicht erkennen kann auf dem Monitor. Man erkennt gar nichts. Und deswegen denken wir auch so lang, weil keiner möchte verlieren in diesem hochtaktischen Spiel. Ja, hochtaktisch ist es am Ende, das stimmt. Ich bin jetzt mal sehr hochtaktisch und spiele mal so einen destruktiven Zug. Weil wenn wir natürlich... Das ist jedes Mal so. Ah ne, der ist so richtig destruktiv. Wenn wir über Sam Hawkins reden und Pac-Man und so, dann weiß ich, verlieren wir das junge Publikum auch kaum in den Videos. Der ist hier raus, ne? Ja. Du kannst ja nochmal schieben, gleiche Richtung, oder? Genau, das kann ich. Das machen wir jetzt auch mal. Schieben Sie hier um. Ja, nicht, egal, nicht, komm, nicht zum Roten. Ich komme da eh nicht rum. Egal, wie rum ich mache. So. Ja, ja, so rum, klar. Ach, da bin ich wieder. So, ja, guck mal. Dann kann ich jetzt hier hingehen und 3 Punkte machen. Zum Thema destruktiv. 23 Punkte, zack. Ja, was denn? Ich verzichte auf einen Wiederholungszug. Meine Zauberstäbe sind mir noch zu wichtig. Tja, man kommt immer so, man hat das Gefühl, man kommt ganz nah dran und dann ist wieder vorbei. Ne? Ja, du stehst ja fast daneben. Ja, das ist das Schlimmste bei diesem Spiel, wenn du fast daneben stehst. Jetzt André sein. Ja. Das ist eine super Option. Und man könnte natürlich auch mit einem. Ja. Versuch mal das. Du bereitest die 5 vor. Da habe ich ja Glück. Dann hole ich. Habe ich natürlich die nicht. Punkte, vielen Dank. Es ist mal wichtig, mindestens einen Punkt im Spiel zu haben. Mit so.
Zauberstab einsetzen. Nein. Was sind denn so diese Zauberstäbe, wo? Schwarzes Holz mit Greifenfeder. Das sind natürlich Splitter aus einem Wegkreuz. Weil das Glück bringt. So. Ja, schiebt die fünf Folgen auch weiter weg. Vor allem auch unerreichbar für alle. Das ist ganz wichtig. Ich finde das auch. Willst du die zumindest bewegen? Nein. Auf der weißen Linie mit der Öffnung nach unten. So, nee, na so. Kein Durchgangsschlag. Ja, so ist auch schön. Gibst du mir mal die 10? Gerne. Solange du sie nicht behältst. Das ist echt doof mit euch. Ich mach das jetzt so. Schieb den da rein. Halt. Gibt es einen Zauberstab aus? Man darf von dem wieder zurückschieben. Ich schiebe ja nicht zurück, ich schiebe ja jetzt weiter. Genau. Ja, du hast aber erstmal zurückgeschoben. Nee, das war Jörg, hat ja wohl. Ich habe hier geschoben. Das gilt immer nur danach, der Spieler. Ja, der darf auch zurück oder innerhalb einer Runde. Das nee, direkt danach. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, innerhalb einer Runde wird das. Nee, direkt danach. Weil das war eigentlich meine Intention, das zu verhindern. Ich habe gerade die 6 hier gesehen. Ah, wie doof. Direkt bei dir um die Ecke. Ja, eben, die hätte ich ja auch gekriegt. Das war doof. Ah. Also Knoblauch muss ich haben. Ohne Knoblauch ist alles doof. In da hintere, in die Richtung. Die? Genau. Und ich gehe mal zwischen der 7 und der 12. Das da bin ich. Ja, so. Ich habe doch nichts übersehen. Mal sehen. Jetzt gehen wir hier zurück. Ich kann hier rum. Ich habe doch was übersehen. Natürlich habe ich was übersehen. Schwachsinn, Moment. Gebe ein
den Zauberstab aus. Moment, das ist irgendwie, ich denke schon wieder völlig falsch. Das ist doch Unsinn. Ja. Falsch gedacht ist falsch gedacht. Nee, lohnt sich nicht. Dann schiebe ich hier weiter. Und dann gehe ich schon mal nach hier. Jetzt aber so richtig in die Ecke gefahren. Ja, und dann auch noch. Du darfst eigentlich nicht am Rand oder in der Ecke sein, das habe ich auch gemerkt. Dann kannst du dich total irgendwie abschneiden. Ganz. Achso, du hast jetzt gerade hochgeschoben. 6 zu mir geschoben, ja. Genau, das heißt, ich kann da oben nicht sein. Das war gerade so verlockend. So, Moment, doch, dann ja. Die in die Richtung. So gedreht, ja? Ja. So? Mhm. Und ich gehe auf die 7. Du gehst auf die 7? Hm? Ja. Der nimmt die nicht, der geht da nur hin. Ja, ist nur hin, klar. Weil ich die 6 ja jetzt bekomme, war so die Frage. Ob er dann nicht eins vor der 7 stehen bleibt, um sie dann abzugreifen. Die kannst du doch ausnehmen, wenn er dann dran ist. Nein. Er kann auch schieben und dann drauf gehen, drauf sein und nehmen. Nein. Du hattest eben nur gesagt, es kann jeder andere drauf und sie sich dann nehmen, wenn er dran ist. Nein, ich hatte hinterher auch noch gesagt, man darf nicht auf dem Feld stehen, sondern man muss auch in seinem Zug auf das Feld gehen, um und das nehmen zu können. Dass wir uns das nachher angucken können, das ist nämlich, glaube ich, nicht gesagt. Hat er tatsächlich so gesagt, das muss genau. Ich dann nicht. Ich habe aber extra nochmal gefragt, ob man gehen muss. Nein, du musst nicht gehen. Das hat niemand gesagt. Das aber ist du ja musst, richtig. Du musst hingehen. Doch, ich muss gehen, um aufzunehmen. Ja, das ist dann, da muss man doch gehen in dem Fall. Gut, ja, dann bleib ich. Dann bleibst du da stehen. Da stehen. Ja, ne? Genau. Okay. Ja. Schieb mal bei der 18 nach unten natürlich andersrum. Ja. Gehe ich auf die 6. Schade. Moment, muss ich mal gucken. Ja, das kannst du nicht so wirklich verhindern. Das soll's geben. Wen kann ich verhindern? Nehmen wir die 7 jetzt natürlich. Ja, natürlich. Moment, aber ich kann's ja noch verhindern. Mit dem Zauberstab, ja. Genau. Wenn ich das mit dem Zauberstab. Da du mir die 6 genommen hast, die mir viel wichtiger war, ohne viel zu verraten zu wollen, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, nein, die 7 brauche ich nicht. Danke. Mache ich das natürlich so. Und nehme mir die 7 auch direkt. Mhm.
Wären sie, wäre nicht bis zu dir gekommen. Ist das die 8 oder ja, die 8? Das ist die 8. Das ist die 8. Du brauchst nichts machen, du kannst da einfach hin. Mach jetzt nichts kaputt. Ich glaube, ich schieb mal hier vorne noch was. Würdest du? Ja. Na gut, dann nehme ich die 9. Ich hätte auch lieber die 7 gehabt. Mhm. Du nimmst die 9? Ich nehme die 9. Ja, ja, du nimmst kaputt. Du musst erst schieben. Genau. Also die hintere Reihe offensichtlich. Machst den Björk ja völlig schottendicht. Das hier ist. Mir geht aber alles viel zu einfach. Und damit auch die 9. So. Mhm. Ja. Och. Dann kriege ich jetzt die 10 für. 10 kriege ich gar nicht. Irgendwann kommt auch immer der Moment, wo man dann versucht, irgendwo reinzuschieben, wo es nicht geht. Ne? Mhm. Ich sage das jetzt schon mal voraus. Einer von uns macht sich lächerlich. Und... ja. Das stimmt. Dann bin ich für Jörg. Ja, wird mir gelingen. Du bleibst stehen. Ich bin da immer rumgegangen. Also dazu 10 komme ich nie hin. Ja, man muss einfach auch um gewisse Zahlen einfach wirklich abschreiben. Aber zu 11 komme ich auch nicht, ist mein Problem. Dann wird es langsam eng. Und ob ich jetzt, mich jetzt schon für die 12 in Position bringe, naja, man kann es ja mal probieren. Und dann kann ich ja eigentlich auch dahin gehen. Darauf geachtet, dass da so einfach die 10 abzugreifen ist. Das ist relativ. So, wo das Ding liegt. Kannst du die 12 sogar noch hinschieben mit dem Zauberstab. Aber du brauchst die 11. Ne? Kannst du die auch mit dem Zauberstab hinschieben. Wenn du mir was gibst, habe ich verstanden. Ich sehe es ja schon. Sag ich dir, wie es geht. Aber ich mache das auch. Ja, ja, das ist noch einen 4. Ich klicke dir zu. Ich lasse ihn gleich. Ja. Danke. So. Naja, Punkte sind Punkte. Die 12 bis zu mir kommen, bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher. So einfach war. Ist auch gar nicht so einfach, ne? In welche Richtung hast du das jetzt geschoben, in die? Ja, da, die ist da raus. Da. Genau, die ist ja da hinten wieder rausgekommen. Ich habe jetzt aber eine schöne Ecke nur für mich, mit einem Ausgang. Ja. Aber Pac-Man-Regeln sind nicht, habe ich jetzt gelernt. Also das. Ab jetzt habe ich mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Das ist auch schön gewesen. Du könntest hier noch so kleine Kameras wie beim Pokern. Von unten meinst du?
können ja nicht alle Helme mit Kameras tragen. Ich glaube nicht, dass unsere Technik das mitmacht, so viele Kameras gleichzeitig zu streamen. Wahrscheinlich. So. Also. Und dann schiebt den André bitte nochmal aus der Ecke raus. Bring mich wieder aus der Ecke raus, genau. Na, jetzt habe ich aber richtig. Und wenn das macht dann Lauf bitte noch ein zweites Mal. Wenn wir die erste Million Views haben, dann können wir uns die Kameras. Bei einem Video so? Oder? Mhm. Oder? Ist mir egal, ist aber noch so. Ich glaube ja, auch. So. Und dann hätte ich gerne die 12. Dann hat sich das ja auch erledigt. Die 13 ist da. Die 13 ist da. Ja, es bildet immer mehr Strukturen. Ne? Es geht doch schneller am Schluss. Am Anfang habe ich echt gedacht, meine Fresse, das dauert hier ewig. Aber klar, es sind irgendwie immer mehr lange Gänge. Die Entropie nimmt ab, um das mal so mit einem Fremdwort. Also. Ich wunderte mich gerade schon, warum du so viel redest und nicht spielst, aber Jörg ist dran. Das war so untypisch für dich. Ja, ich wollte einfach mal mit so einem Fremdwort klopfen jetzt. Und ich habe völlig zerredet. Aber wir wollen bei so einem tollen Spiel nicht von Entropie reden. Wobei mir der Begriff Dystopie in den Sinn kommt, wenn ich über Jörg nachdenke. Kann mir schon dein Fazit vorstellen. Möchtest du denn noch irgendwo hinziehen? Oder? Möchte ich noch irgendwo hinziehen? Nö, passt. Ich fühle mich gut. Es haben sich uns Wege aufgetan. Ja. Du könntest jetzt einfach mal diese Reihe schieben. Ja, wisst ihr, wenn ich, der Jörg hat das doch gerade so vorbereitet, oder? Ja. Extra. Dass ich mir den einfach schnappen kann. Dann kannst du weitermachen. Hinkommen. So, so. Bei dem Blauen kann es nicht verkehrt sein. Jetzt stehen wir mit Blau-Weiß zusammen, das geht gar nicht. Nee, also das geht gar nicht. Also ich meine, ich bin auch inhaltlich für das Video verantwortlich. Ne? Muss man sich überlegen. Ja, ich fühle mich da auch etwas unwohl. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie das da 91 aussah mit Blau-Weiß. Mit denen sah es noch nie gut aus. Stimmt. Also was ich da ganz sicher sagen kann, also 91 sind die nicht Meister geworden. Da würde ich auch so eine Erinnerung haben. Da kommen wir wieder zurück zu den neongelben Stäben. Genau. Ja. Die haben auch alle so ein Symbol, ne? Ich glaube, ich bin so ein roter Drache. Du bist so ein weißer Papagei, glaube ich. Das ist bestimmt ein Pelikan. Ich bin Fische, na super. Und der Bernd ist eine Pflanze. Na dann. Ich mach's mal altersgemäß einfach. So, du kannst wieder nicht sehen. Aber das ist, erinnerst mich daran, dass ich ein Foto machen wollte. Das kann ich ja schwierig machen, wenn alle nachdenken. So, ne? Sieht aus wie ein verendeter Vogel. Warte mal, ein Pelikan. Egal, schiebst du das mal, die Reihe mal bitte in die Richtung. Die? Genau. Okay. Jetzt ist die Ecke gar nicht mehr so wichtig. Möchtest du etwas tun?
Ja, ich gehe neben die 18. Neben die 18? Da, da Dahin. wahrscheinlich. Ja. So. Also jetzt haben wir noch 14, ne? Jörg und Bernd machen aber auch die ganzen Wege kaputt. Dahin. André, du hast es erkannt, ne? Ich Wie wild möchtest du es denn setze einen haben? Zauberstab ein. Natürlich so, dass sich kein Weg irgendwie ergibt. Das ist Das nicht geht aber nicht. möglich. Dann So. sollte da ja dann die Ecke da hinten. Genau. So, dann gehe ich mal auf die 14. Guck mal. 100 Punkte. Ja, 103 sogar. Das nett, dass du mir immer so eine Vorlage machst. Es ist Habt ihr unglaublich. euch abgesprochen, dass ich auch mal gewinnen soll? Ja. Das ist so ein bisschen. Ich sitze nicht gerne neben dir, Volker. Das war nämlich schon wieder meine Zahl. Und ich hatte sie mir gut vorbereitet. Ja, dann, pass auf, dann lasse ich die auch zum Glück. Das ist ein Elend. Für Zahlen hatte ich noch? Ja. Wer ist eigentlich dran? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das auch fragen. So. Das klingt aber irgendwie unpassend. Meinst Wenn du? du das machst, klingt das Ja. nicht. Ja. Also deine 6er-Uhr würde auf jeden Fall immer deutlich zu viel Zeit Das anzeigen. können wir gerne ausprobieren. Ich bringe meine Uhr das nächste Mal mit. Ja, machen wir es mal. Ja. So. Habe die Uhr eigentlich auch nur als Drohung gekauft und dann eigentlich nie richtig benutzt. Das Das bin bin ich ja ich. gar nicht. Genau. Guck mal, ich spiele heute aber auch Also, wie. Nee, du bist ich werde es was. trotzdem Ja, machen. dann schieb Denke nochmal. ich, weil ich. Alles andere macht keinen Sinn, weil ich den Kram nicht verschieben kann. Was steht an? 16, Na, ne? ich setze mich mal hier hin. Es wird ja noch was passieren. Genau. Du bist der sich immer über die Krummel auf den Tisch beschwert übrigens, ne? Man sollte Chips einzeln essen, das war jetzt zu gierig. Ja, oder schütten halt, ne? Den Rest so aus der Tüte. Verschlucke ich mich jedes Mal bei, aber lerne mich draus. Ja, dann machen wir das mal, wenn du da wegklickst. Ich bleib da stehen. Tja. Oh, jetzt will ich mal schießen hier. Ist das die Aufnahme eigentlich jugendfrei? Ich schreibe Oder immer nicht musst für du jetzt neue Kinder, Preise ich schreibe immer nicht für Kinder schreiben? geeignet. Also, aber ich glaube, du kannst es trotzdem frei gucken. Ich habe nicht gesagt, irgendwie so wie Rammstein-Videos, man muss irgendwie angemeldet und 18 sein. Wobei ich da auch keinen Pass vorzeigen musste oder ihr. Dürfen wir nicht Schlechtes über YouTube sagen, dann sperren die uns. Oh. Im Notfall war ich immer nach Twitch aus. Das wird jetzt sicher rausgepiepst. Sehe jetzt aber auch keine Möglichkeit. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ja, ich weiß. Das ist richtig. Ich
Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber es, nein, es war keine. Nein, nein. Das geht da schon raus. Da war das, ne? Genau. Mhm. Die Frage ist, ein Zauberer stirbt im Feuer? Ich glaube nicht. Okay. Alles klar. War ein bisschen dumm. Sagen wir es so. Nicht optimal. Aber mir hilft das jetzt nichts, ne? Du, normalerweise legst du mir die doch vor. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja, Entschuldigung. Ich hätte es. Ich mache das mal so. Wird auch der Ihnen das mal zugemacht. So, kannst du machen. Genau. Wenn ich sie nicht haben kann, kriegt sie keiner. Genau das hätte ich machen können. Ich hätte sie gehabt. Ich hätte das, wenn ich es anders gedreht hätte, stand ja da hinten. Aber du musst erst die 16 haben. Ja. Okay, ich gebe schon mal einfach einen aus, weil ich ziehe den einmal hier hin und ich ziehe den einmal dahin und gehe auf die 16. Mhm. Volker, das ist nie aufgepasst. Ja, damit hat er die 17 für euch freigelegt. Ja, spitzenmäßig. Meine 17. Mhm. Ach so, nächstes Mal müssen wir uns besser absprechen. Gewinn wieder nicht, ich sehe das schon. Bin ein bisschen frustriert auch. So, mal schauen. Mal auf, du hast noch alle deine drei Zahlen gekriegt schon. Vielleicht versuchst du auch nur zu blöffen. Was denn? So, du wolltest das so drehen, ne? So? Mhm. Willst du die 17 auch nehmen? Ja. Ich muss sie ja nehmen, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss sie nehmen. Du musst das nicht. Du musst ja nicht ziehen und nehmen. Du darfst sie auch bei mir mit drauflegen. Hier hin, ne? Mhm. Okay. Stopp. Blödsinn. Mach natürlich die 18 dann halt. Stopp. Ich setze mal einen Zauberstab ein. Ja. Gib mal irgendwas her. Leg mir mal die 19 zurecht, vielleicht. So, vielleicht. Was für ein Wort. Du bist rot, ja? Mhm. New York ist vorher dran. Genau. Wo ist denn die 19? Direkt neben mir, okay. Aber dummerweise ganz blöd. Schieb dich mal noch ein bisschen dahin. So. So. Möchtest du zu 18 gehen? Ich hätte jetzt gerne die 18, ne? Das dürfte aber jetzt, macht er nicht, weil das eh nicht geht, aber er dürfte jetzt nicht noch einen Zauberstab schmeißen. Genau, ne? Das darf er nicht. Ich schmeiß noch einen Zauberstab. Ich meine, er hat auch keinen mehr, aber nein, man darf nur in einer Runde. Konjunktiv. So, noch ein Fremdwort. Heute bin ich der Kluge. In einer Runde einen Zauberstab. Genau. So, die 19 ist ja, muss ja erreichbar sein. Also spielt dauert etwas länger als ein Bier, habe ich den Eindruck. Ich hole nochmal zwei. Ich bin auch durch. Das Problem ist nur, dass ich die Reihe gar nicht schieben kann, die ich schieben wollte. Das sollst du nicht vorher erkennen. Wir wollen sehen, wie du es versuchst. Mhm. Das ist ganz gut. Außerdem läuft der Timer schon wieder. Ja, das mag ja sein. Aber er läuft nicht schneller als bei den anderen auch. Hier ist ein Plop. Schutz mir in die Kamera. So, ich finde das Plöpp gehört schon da drauf zu. Und du hast das Etikett nicht reingehalten, ne? Wir werden nicht bezahlt. Für Ölder Biere macht dann sowas auch kostenlos. Mal, vielleicht meldet sich ja die Brauerei und sponsert uns. Okay. Genau, bei 20 Klicks. Bei 20 Klicks haben wir auch so ein Zielpublikum. Genau. Ja. Wir haben nämlich, also wegen dieses einen Videos, was so gut gelaufen ist, unser Zielpublikum sind ja Amerikaner zwischen 40 und 50. Die kaufen natürlich hier in Deutschland Bier. Sollten sie mal, dann hätten sie was Leckeres. Es muss doch eigentlich möglich sein, da mal mit zwei Zügen was zu machen. Nein. Ist doch,
Unglaublich. Du musst auch überlegen, dass das vielleicht auch deinen Horizont überschreitet. Ja, eindeutig. Es scheint so zu sein. Dann soll Gott dir auch Scheint die so zu Kraft geben, sein. Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern Ja, kannst. das stimmt. Das stimmt. Erstmal musst du auf die andere Seite. Wenn nichts geht, bin ich dann dran? Ich denke, das ist super. Das mache ich auf jeden Fall. Guck, habe ich gut gemacht. Was denn? Ich will, dass das Spiel endet. Wie du letztes Mal bei dem Toll, das war die Saurier-Spiel. letzte, die mir gefehlt hat. Du hast alle drei. Ich glaube, wir hätten tauschen müssen. Ja, sollen wir noch schnell? Du hast Du hat ja hast keiner die sieben, gemerkt. ne? Ich überlege Ich habe gerade. die 7, ich habe die 15 und ich habe die 19. Du hast mir wirklich alle. Ja, so bin ich. Der Jörg hat sie mir aber auch fast alle vorgelegt. Ne? Ja, alle. Also jeden, den du da hast, Ja, habe ich ich dir mache einen vorgelegt. Türchen-Zauberstab noch. Also die Bewertung dieses Spieles wird nicht gut ausfallen. Aber nur weil ich Sagen wir mitgespielt mal, die Bewertung der habe. Mitspieler wird nicht gut ausfallen. Ja, das So, kann. und jetzt Geht's nur noch versuche ich ein. noch genau die eine Spur, die ich nicht verschieben kann, zu verschieben. Die kann ich auch nicht Also verschieben. muss aufpassen, dass Bernd käme jetzt dran. Das ist das Problem. Der kommt aber fast immer dran. Rums. Aber die Na, 25 guck brauche mal. ich. Ich habe auch noch einen Zauberstab Ja, bei was und ich bei. kille rot. Nee, den musst du malen, das sind noch drei Punkte. Eben, das sind drei Punkte. So, okay. Ich glaube, die machen es nicht mehr. So. Schade, die 25 hätte ich gut gebrauchen Gut. können. Also. Das sind 20 extra Punkte, wenn ich einen davon habe, ne? Ja, Das ist super. unglaublich. Ja. Ich habe 69 Punkte. Ich habe mehr. Ich habe nämlich zweimal getroffen und mich zu viel darauf konzentriert. Das war. 99, ist aber auch, muss man so richtig rechnen können damals noch, ne? Nein. 77, 12. Ich schröckel das mal auf. Ich glaube, ich habe 109. Also Ja. vielleicht nicht. Also Volker hat 20, 109. 40 und 20 sind 60, ach, 63, 63. 69 habe ich. Entschuldigung, 69, ich habe ja noch zwei Zauberstäbe. Achso, den habe ich auch noch. Warte, da muss ich gucken. Also das und die 20 Extra-Punkte Macht ihr erstmal. sind 40. Sonst muss ich gleich da schon rechnen rausholen. Das sind die 20 Extra-Punkte, Nein, sind 55. das sind 60. So, das wollte ich sagen. 60. So, 70. Und 32 sind 102. Habe ich ein bisschen dick aufgetragen. Ja. Du rechnest noch die Zauberstäbe dazu und hast weniger als vorher. Das ist auch gut. Bernd. So, jetzt können wir nochmal rechnen. 20, 38, 40, 57, 9 70, Du machst keinen Scheiß. und 69 plus 8 sind 78, 79. 57, 69, 70, 79. Dann habe ich, glaube ich, verloren. 20, 30, 55, 66, 69, 77. Nee, nee, nee. Weißt du, wer verloren hat? Ja, ich habe verloren. Jörg hat verloren. Ja. Und Ja. ich Du habe hast gewonnen. gewonnen. Ich bin die 666. Dann. Man sieht die Haare. Ja, ich habe das gesehen. Im Dunkeln sieht man das nicht so. Eindeutig. Ja, schön. Super. Guck mal. Du hast Mach mal eine. gewonnen.